Du und er, eure aktuelle Situation, das schauen wir uns heute genauer an. Und in diesem Sinne, hello, hello Sunshine und willkommen zu einer neuen Legung in einer komplett neuen Umgebung. Es könnte auch sein, dass hier mal ab und an so ein Motorrad vorbei rast. Lasst euch bitte nicht irritieren, denn ich bin aktuell in meinem Campervan unterwegs. Yes, auf kleiner Tour. Und heute stehe ich hier an einem See, an der Straße, deswegen könnte es sein, wie gesagt, dass ihr mal ab und an ein Auto hört. Ich hoffe, das tut nichts zur Sache, denn ich bleibe bei euch natürlich erhalten mit unserem Daily Date. Freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Und ja, für alle, die neu dabei sind, wir sind das Team Sunshine. Also die, die eigentlich nie ihr Lachen verlieren. Oft ist so ein Prozess gerade mit einem Gegenüber ja schwierig, aber ja, wir stehen das gemeinsam durch. So, heute geht es um die Liebe. Gelegt wird mit dem Licht- und Schattentarot von Chris Ann, wie eigentlich immer. Alle meine Decks, die ich heute benutzen werde, sind auch verlinkt unten in der Infobox. Schau da gerne mal rein, genau wie mein Shop, private Legungen. Und wir gucken jetzt mal auf die Situation. Du überlegst jetzt mal, um wen es hier heute geht, ja, und stell dir die Person jetzt wirklich mal vor. Stell dir vor, wie sie aussieht, sag mal den Namen laut. Und dann schaue ich jetzt in die aktuelle Energie, ja? Wenn du das Video hier guckst, und es ist ganz egal, wann das der Fall ist, ja? Und wenn wir auch gerade 2025 haben, wenn du es angeklickt hast, dann ist es wichtig, ja? Dann sollst du irgendwas hören. Also, ich bitte um klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Du und er, wie sieht es aktuell aus, ja? Ich lege aus Sicht einer Frau auf einen Mann und ich möchte wissen, wie sieht er aktuell eure Situation? Ja, wir werden gleich gucken. Gedanken, Gefühle, Tendenzen, wie geht es weiter? Wir gucken vielleicht auch mal, wenn es Kontakt gibt, wann das sein kann. Wir schauen rein. Wie sieht er aktuell eure Situation? Wie steht er dazu? Ja, so einfach, ne, wenn du ihm so in den Kopf kommst. Wenn er so über eure Verbindung nachdenkt, was denkt er dann? Ja, sechs der Kelche, meine Lieben. Was soll ich sagen? Wow, die vier der Stäbe zeigt oft ein Treffen an, ja? Jemand will dich vielleicht wiedersehen, ein paar schöne Stunden mit dir haben. Denn mit den vier der Stäben haben wir das Feuerelement, ja? Und wir haben die Kelche, das sind die Gefühle. Und ich meine, Leute, Gefühle und Feuer klingt gut. Mit den sechs der Kelchen zeigt sich hier auch eine Seelenverbindung, in irgendeiner Form vielleicht ein Seelenvertrag. Also es könnte sein, dass ihr Soulmate seid, dass ihr eine karmische Verbindung habt, also dass eure Seelen ja nicht umsonst in die Begegnung gegangen sind. Sagen wir es einfach mal so. Also, die sechs der Kelche als erste Karte, wunderschöner Opener. Mit den sechs der Kelchen fühlt er sich noch ganz, ganz arg zu dir hingezogen, mit dir verbunden. Also falls du vielleicht davon ausgegangen bist, oh, das Band zwischen uns, ja, das ist jetzt hier gekappt worden. Nein, er spürt dich auch immer noch. Du bist auch eine ganz wichtige Person in seinem Leben gewesen, aber auch die Erinnerung an dich oder aktuell könnte es auch noch sein, dass er mit dir wirklich noch so eine, einen Wert verbindet, ja. Ein Menschen, den man gerne bei sich hat. Und du bist auch ein Mensch, dem er vertrauen kann, höre ich. Ja. Vier der Stäbe. Könnte sein, dass er hier wirklich gerade deswegen, weil er dich wieder bei sich haben möchte, über ein Treffen nachdenkt. Ja. Es ist hier auf jeden Fall eine schöne Energie in deine Richtung. Also ich sehe hier keinen Krawall oder geschweige denn irgendwie ne, so eine richtige Antipathie, wie manche es auch eine Hass nennen würden. Aber Hass finde ich immer ist ein sehr, sehr extremes Wort. Was noch? Ah, der Herr hat sich entfernt aus der Situation, aber er hat noch Gefühle. Er hatte auch zu dem Zeitpunkt, als er sich distanziert hat von dir, noch Gefühle gehabt. Ja? Der ist nicht gegangen, weil er gesagt hat, oh nö, ich will gar nicht mehr oder so. Es gab hier irgendwie Umstände, vielleicht gab es auch einen Grund mit der Sonne, die da hinten am Horizont aufgeht. Ja, vielleicht gab es einen Grund, warum er seinen Blick von dir nehmen musste, warum er diesem Kelch eurer Verbindung den Rücken kehren musste, denn ich habe hier auch noch die Sechs der Schwerter und das ist ein Richtungswechsel, das ist ein Aufbruch, jemand musste irgendwo hin, ja, vielleicht auch notgedrungen, weil ich meine, das sieht jetzt nicht aus wie so ein Kreuzfahrtschiff, so AIDA, wo du gerne mal draufsteigst und dann Urlaub machst, das sieht mir hier eher aus wie so ein Rettungsboot,
Ja, wo man echt so, man packt so seine drei Sachen zusammen, ich schmeiße sie hier in den Koffer rein und dann springt man so auf das Boot, weil man muss. Er musste gehen, sagt er hier. Er musste gehen, höre ich. Der Tod, das hat euch beiden aber auch gedient. Auch wenn du das vielleicht aktuell nicht siehst, ja, und dir denkst, oh mein Gott, was? Ich sehe hier nur den Mangel, ich sehe den Verlust. Nein, das war ganz, ganz wichtig. Wow, und zwar für dich, Königin der Münzen. Das war ganz wichtig für dich und deinen Werdegang, sage ich jetzt einfach mal. Du bist dadurch, dass er gegangen ist und du mit der Situation klarkommen musstest, unwahrscheinlich stark gewachsen. Du bist in dein Selbstwert gekommen. Du bist nicht mehr so abhängig von jemandem. Ja? Du hast gelernt, auch irgendwie alleine klarzukommen. Und vielleicht war das ganz, ganz lange ein Thema bei dir. Ja, dass du immer so, oh, bitte, bitte melde dich und ne, ich will nicht alleine sein und du hast vielleicht auch ein bisschen geklammert oder so, was auch immer das war. Du hast zumindest gelernt, jetzt damit umzugehen. Und ich sagte ja hier, Seelenprozess, vielleicht sollte er dir genau das zeigen. Ja, okay. Also er hat, wenn er an dich denkt, dann ist hier auch schon so eine Kummerenergie in seinem Feld. Er denkt sich, boah, ey, ja, ist nicht gut gelaufen mit uns, aber ich musste ja gehen, es musste so kommen und da waren auch noch die anderen Sachen, aber trotzdem, ne, ich habe sie immer noch lieb. Also hier ist immer noch so eine schöne Energie vorhanden. Guck mal, mit den 6 der Schwertern ist er wirklich schweren Herzens gegangen. Aber vielleicht haben die da oben ihn auch getriezt, also das Universum, ne, und das Ganze so ein bisschen auch in die Wege geleitet, damit dein Prozess hier zustande kommt. Ja. Okay, jetzt hätte ich ganz gerne mal einen Gedanken seinerseits. Oder 2, 3, 4. Höchstens 4. Welche Gedanken hat er denn so, wenn er an dich denkt oder wenn er dir gerne was sagen würde in Gedanken? Was wäre das? Du und er. Ah, ja, du bist wunderschön, sagt er. Du bist wunderschön. Er liebt deine Optik. Er liebt deinen Stil, er liebt deine Art und Weise, wie du dich bewegst, wie du dich gibst. Dein Lächeln kommt mir rein. Du hast ihm optisch wirklich was angetan. Ne? Also er sagt, du bist wunderschön. Keiner wird an dich rankommen. Keiner kann dir das Wasser reichen, sagt er. Also optisch, Attraktivität ist 10 von 10, höre ich. Ja, oh mein Gott. Ah. Also hier brennt wirklich jemand für dich. Er sagt, ich habe Passion. Ja, das ist die Leidenschaft in deine Richtung. Ich will dich, weil du das bist, was ich immer wollte. Also du bist so ein Typ Frau, du bist die Person, von der er vielleicht, bevor er dich kennengelernt hat, sogar geträumt hat. Oder als ihr euch frisch kennengelernt habt, erinnere dich mal so an die Zeit, ja? Als ihr euch neu kennengelernt habt. Diese Energie zwischen euch, darin hat er sich verliebt. Das, was du mit ihm machst, du bist wirklich, du bist so eine Ausnahmeerscheinung, kommt mir rein. Leute, wenn ihr einen Hund, hattet ihr schon mal einen Hund? Ich weiß es nicht, ja. Ein Hund, das ist eine ganz besondere Verbindung, ja. Und so ein Hund, der bleibt ja oft auch, ne, 17, 18 Jahre. Und wenn der Hund dann stirbt, kein Hund, egal welchen du dir danach holst, wird diesem Hund jemals das Wasser reichen können. Man hat so eine ganz emotionale Verbindung. Und so ist das ein bisschen hier bei euch. Du hast in irgendeiner Form, in deiner Position als Frau, in seinem Herzen einen unwahrscheinlich starken Fußabdruck hinterlassen. Unwahrscheinlich stark. Und wer auch immer da jetzt so danach, nach dir, eventuell ja sogar schon reingetreten ist, das hat nicht gepasst, sagt er. Da kommt keiner ran. Auch optisch könnte sein, dass du wirklich so seine Traumfrau bist. So genau sein Typ kommt mir rein. Ja. Ich wusste schon am Anfang der Legung, es gibt vieles in seinem Leben, was du vielleicht auch gar nicht mehr hören kannst, wo du sagst so, boah, ich kann wirklich nicht mehr, ne? Ja, aber man findet ja Zeit. Jeder Mensch hat 3 Minuten Zeit am Tag zu antworten. Das mag richtig sein. Aber wenn man eine Beziehung oder eine ganz intensive Verbindung zu einem Menschen, den man eigentlich liebt, aufrechterhalten möchte, ja, dann gehört da mehr zu als eine WhatsApp am Tag. Und da sieht er die Schwierigkeit, kommt mir rein. Ja? Er kann sich hier nicht zweiteilen. Er hat es vielleicht sogar versucht mit den 8 der Kelche eine Zeit lang. Ja? Weil du siehst ja, er steht ja genau in der Mitte.
wenn wir das Bild hier mal betrachten. Hier sind die Gefühle für dich, eure Verbindung. Und hier ist das, was ihn gerade einfach so ein bisschen fordert im Leben, wo er seinen Fokus drauflegen muss. Er muss. Er macht das hier nicht vor Freude, siehst du das? Er muss es tun. Jemand hat ihn quasi gezwungen, seine Sachen zu packen. Ja? Und er steht hier genau in der Mitte. Ja, und was soll er jetzt machen? Stell dir mal vor, der Kelch zieht so an einem Arm und die Sonne zieht am anderen Arm. Und dann wie im Film, wie im Cartoon, wird er so auseinandergerissen. Ja, was soll der jetzt machen? Er kann sich nicht beidem widmen. Das ist wie wenn du einen Hund hast und den ganzen Tag arbeiten bist. Ja, tolle Wurst. Dann sitzt der Hund traurig zu Hause und hat keinen zum Spielen. Und das ist das Problem. Der hat Passion für dich, er findet dein Aussehen so toll, dein Charme, die Art und Weise, wie du lächelst, deine Energie. Also einfach deine Erscheinung ist unwahrscheinlich toll für diesen Menschen. Aber mit dem Tod und diesem Aufbruch schweren Herzens habe ich hier wirklich, auch mit dem Richtungswechsel, das dient euch beiden. Ihr solltet euch dadurch selber verändern. Ihr beide solltet euch verändern. Ihr geht hier gerade durch so ein Sterb und Werde, ja? Hier geht was Altes einfach auch zu Ende. Vielleicht hattet ihr beide noch alte Themen, die ihr wirklich behandeln solltet. Und ihr habt einander getriggert, ja? Ist wirklich die Liebe, die stößt einen an, ja? Da kann deine Mama kommen und sagen, ja Mensch, jetzt mach doch mal was, Jung. Mensch, komm doch mal in Gang, ne? Krieg dein Leben doch mal in den Griff. Ja, machst du nichts. Aber wenn deine Liebe zu einer Frau dich triggert, dann ist das eine ganz andere Nummer. Ich höre nämlich auch, dass er hier mit so einer Intention für die Zukunft das Ganze angegangen ist. Also es kann sein, dass er sich jetzt diesen Themen hier stellt. Kann auch sein Job sein, ne? Oder einen Entzug oder so. Irgendwas Wichtiges. Oder eine Scheidung, ja? Vielleicht hat er ewig eine Ehefrau gehabt und sagt, boah, ich bin hier eigentlich nur noch, weil ich hier bin. Ja? Und jetzt denkt er sich, gut, du bist nicht mehr da, ich will aber diese Frau. Was muss ich tun? Ich muss mich scheiden lassen, ja. Weil ich kann ja nicht beides gleichzeitig haben. Wenn ich A sagen will, muss ich auch B sagen. So. Und das sind so eklige, blöde Dinge, sage ich jetzt mal, die er gerade in Angriff nimmt. Vielleicht auch, damit ihr wieder hier irgendwie überhaupt eine Chance habt. Ja, Seelenpartnerschaft sehe ich. Ihr habt auf jeden Fall irgendeine wichtige Verbindung, ihr zwei. Das könnte auch deswegen sein, dass du ihn nicht vergisst. Ja, vielleicht denkst du permanent an diese Person, dann ist da vielleicht ein Band zwischen euch, wie man hier immer so schön sagt im Tarot. Und darüber tauscht ihr auch Gedanken aus, Gefühle aus. Deswegen hast du manchmal das Gefühl, ich werde bekloppt. Wirst du aber nicht. Das ist er, den du spürst. Und wow. Ja, Ablenkung, Zwiespalt. Immer noch still, immer noch. Das heißt, es war mal so und es ist jetzt immer noch so, soll ich dir sagen, lechze ich nach dir. Ich sehne mich verzweifelt, desperately bedeutet verzweifelt nach dir, ja. Ich kann dich nicht vergessen. Dieser Mist, ich denke immer noch so viel an dich. Ja. Das hier ist eine Geschichte, die ist schmerzhaft, kriege ich rein, die ist schmerzhaft. Es hat euch beiden wehgetan, weil ihr hattet beide noch Gefühle, als das hier so ein bisschen auseinanderging. Aber es musste sein, höre ich. Das Universum wollte das so. Weil wenn er dich nicht verloren hätte, dann wäre er nicht in diesen Transformationsprozess gekommen. Dann hätte er nicht hier dieses Alte, irgendwas Altes ist da. Das hätte er nicht bearbeitet. Er erfindet sich auch gerade neu. Es kann sein, dass er gerade seinen Job wechselt, eine Beziehung verlässt, dass er umzieht, dass er Freundeskreise verlässt, die ihm nicht gut tun, dass er eine Sucht bearbeitet, dass er seine Finanzen in den Griff kriegt. Es gibt hier ganz viel in seinem Leben, was sich gerade verändert, weil es sich verändern muss. Und du hast ihn angetriggert. Königin der Münzen, du bist nämlich, du stehst irgendwie über ihm. Mit der Königin der Münzen, du hast es im Griff. Ich höre auch im Prozess, bist du schon weiter als er. Deswegen kann diese Reunion hier auch nicht zustande kommen, ja? Dass ihr euch wieder trefft, weil er ist mittendrin, höre ich. Der macht gerade hier die volle Klatsche durch. Von links und rechts kommt das Universum und zöbelt dem eine. Das glaubt mal. Du und er. Welche Gefühle verbindet er aktuell mit dir? 10 der Münzen. Oh, Leute, der würde gerne. Der würde gerne. Ich glaube, diesem Menschen hier ist Familie auch wichtig. Ich kriege Krebs, Skorpion, Fische, Wasserelement.
Zwilling, Waage, Wassermann, Luftelement. Und ich habe hier die Münzen. Stier, Jungfrau, Steinbock. Also, welche Gefühle hat er aktuell für dich? Welche Gefühle sind hier im Spiel? Unklarheiten. Oh, nein, hört auf. 10 der Münzen hatten wir gerade unterm Deck und jetzt haben wir die 10 der Kelche und beides steht fürs Happy End. Beides ist so die Fülle, Ankommen, das, was man immer wollte. Oh, das ist schon ein bisschen tragisch, muss ich ehrlich sagen. Tragisch. Ich glaube, das nehme ich heute mit ins, in die Überschrift auf vom Video. Tragisch. Weil ihr beide tief im Herzen, ich spüre das, tief im Herzen, du weißt es, dass er es ist und er weiß, dass du es bist. Man verleugnet das Ganze. Man hat nicht die Zeit dafür. Also das Weltliche kommt hier... Genau, Motorrad. Das Weltliche rast, ne? Das Motorrad rast. Rast hier irgendwie dazwischen. Es ist seltsam. Es ist wirklich tragisch. Es tut mir auch leid, ehrlich. Weil ihr wisst beide eigentlich, was ihr füreinander seid. Ihr könntet euch sogar eine Familie gemeinsam vorstellen, kriege ich rein. Welche Gefühle hat dieser Mensch? Jetzt gerade, wenn du das Video hier schaust, mit welchem Gefühl im Herzen betrachtet er dich, wenn er sich jetzt zum Beispiel von dir ein Foto anschaut? Was fühlt er dann im Herzen? Was fühlt er dann? Zwei Karten. Oh, der Gehängte. Hier passiert nichts. Stillstand. Höchstwahrscheinlich habt ihr gerade gar keinen Kontakt. Er denkt sich, verdammt. Er guckt dann so, ich sehe jemanden, der hat WhatsApp geöffnet oder eine Instanz, wo ihr so geschrieben habt, ja, oder deinen Namen beim Telefonbuch im Handy. Und dann guckt er diesen Namen an und er weiß, er kann dir gerade nicht schreiben. Das denkt er gerade. Oh mein Gott, hört doch auf. Ach, der Stäbe, aber er will dir schreiben. Das ist der Wahnsinn gerade. Ich bin schon wieder, ich habe Gänsehaut. Boah. Ich habe die Karte nicht gesehen vorher, ja. Ihr habt gerade keinen Kontakt. Eure Welt in Bezug aufeinander steht gerade still. Er will aber mit den 8 der Stäben, dass sich das ändert, ja. Hier darf du Kommunikation kommen. Du, hier darf wieder Energie reinkommen, Bewegung. Die 8 der Stäbe, das ist etwas so, wie so Stäbe, die man in deine Richtung schießt. Ja, und er will das unbedingt. Also ich sehe hier einen ganz, ganz starken Drang von seiner Seite, das zu verändern. Ja, von dieser Position in diese Position, ja, von diesen Trägen, ich hänge da einfach rum und kann nichts tun, in die wenn man die Karte umdreht, dann auf einmal jubelt die Frau, ja, dann geht ihr auf einmal ein Licht auf, dann hat sie auf einmal eine Idee, dann könnte es auch sein, dass sie hochspringt und hier machtlos, man hängt auf dem Kopf, ja. Das ist auch anstrengend. Diese Zeit jetzt gerade zwischen euch empfindet er als anstrengend. Das zu ertragen ist irgendwie mühselig, höre ich. Ja, ihm läuft das Blut so in den Kopf und je mehr Blut da reinläuft, also je mehr Zeit vergeht bei euch, wo ihr nicht miteinander schreibt, desto mehr Druck kriegt er im Kopf. Desto mehr Druck oder den Willen und den Drang kriegt er, sich hier aufzurichten, das zu ändern, ja. Weil wenn du da hängst, ihr kennt das alle, Hängeschweinchen, dann hast du dieses Blut im Kopf, boah, dann erstmal runter von der Stange. Und das will er. Er will diesen Kein-Kontakt-Mut verändern. Wie sind denn die Tendenzen dahingehend? Was sagen die Karten? Wie sind die Tendenzen? Kriegt er das hin? Hat er das vor? Oder ist das nur ein Wunsch? Es gibt aber irgendwie noch, ne, dass er vielleicht gehindert ist oder so. Was sagen die Karten dazu? Welche Tendenzen haben wir denn hier auf die 8 der Stäbe? Wird das umgesetzt? Wie denkt und fühlt er darüber, dir zu schreiben? Der Stern. Ah, es dauert noch. Er will, aber es dauert noch. Der Stern ist eine der stärksten Zeitkarten in dem Sinne, ja. Und der Stern zeigt eine weite Entfernung an. Es dauert. Es wird passieren, aber es dauert. Und ich habe das Gefühl,
bis zu diesem Zeitpunkt, wo es passiert, ja, wo ihr wieder so in diese Begegnung kommt, wo hier so dieses Licht zurückkehrt oben am Himmel, ja, dieser helle Stern, bis dahin ist hier auch wieder das Band zwischen euch. Ich habe das Gefühl, Telepathie kommt mir rein. Überlege gut, was du denkst. Es könnte sein, dass es bei ihm ankommt. Der Stern. Du bist auch sein Stern. Ich sehe jemanden abends, vielleicht ist er abends unterwegs oder abends, wenn er mit dem Auto fährt, wenn er irgendwie, weiß nicht, rausgeht auf Terrasse oder so, dann guckt er vielleicht manchmal so in den Himmel, raucht vielleicht eine dabei, ne? So dieses Bild sehe ich, denkt nach und dann sieht er so diesen einen Stern und während er in den Himmel guckt, denkt er an dich, sowas höre ich. Du bist ihm wichtig, wirklich, du warst ihm wichtig und du bist ihm wichtig, höre ich. Mit dem Stern, das ist so ein Herzensding, ja? Wenn das so kommt, wie er sich das wünscht und vorstellt, vielleicht sogar plant, in weiter Entfernung, dann wird ihn das glücklich machen. Das ist so eine Wunscherfüllung, ja? Das ist so, wie wenn eine Sternschnuppe vorbeisaust und dann wünscht man sich was. Und es könnte sein, dass er sich das hier wünscht. Hier ist auf jeden Fall noch Hoffnung. Er weiß, dass eure Situation hier gerade im kompletten Stillstand ist, gar kein Kontakt, ja. Du denkst vielleicht auch, der hat mit dir abgeschlossen. Die Karten sagen, na, eigentlich sitzt er zu Hause und macht den hier. Ne? Und scharrt und hart, wie sagt man, scharrt mit den Hufen, weil er will. Aber er fasst sich selber ans Herz, ne? Er muss sich das selber eingestehen und sagen, nee, es dauert noch. Was gibt's hier drauf auf den Sternen, ja? Warum dauert es denn vielleicht noch? Also welche Energien liegen denn hier auf dem Stern? Was gibt es hier vielleicht noch zu ergänzen? Welche Energien liegen hier auf dem Stern? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und Leute, wenn ihr in Resonanz geht, lasst gerne ein Abo da auf meinem Kanal. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich bin jeden Tag für euch hier da und lege die Karten. Wirklich jeden Tag. Wow. Boah, das ist eine starke, starke Botschaft. Vor allen Dingen in Kombination mit dieser Karte. Er sagt, es geht nicht. Er muss gehen. Er muss gerade weg sein. Er ist unterwegs. Ich kriege auch viel Geschäftliches rein. Geschäftlich, Business, Meeting, Telefonate. Vielleicht arbeitet er irgendwie so, vielleicht ist er gerade auf Reisen irgendwie geschäftlich, ja, oder er ist weit entfernt. Er sagt, jetzt gerade muss ich weiterziehen. Boah. Ob mir das passt oder nicht, ich weiß, ich bin auch unglücklich dabei. Ja, da wo ich bin, da regnet es. Also ich bin in der Situation, in der ich jetzt gerade stecke, nicht glücklich, falls du das denkst. Ich musste gehen, ich musste meinen Koffer packen und los. Ich musste dir den Rücken zukehren, ja? Jetzt gerade müssen wir getrennte Wege gehen. Loslassen für den Moment. Der Moment, das ist relativ. Wie lange ist ein Moment? Fakt ist, der Moment geht noch eine Weile, denn ich habe den Stern. Es dauert noch, sagen die Karten. Und jetzt kommt's. Ihn macht's wütend. Er könnte sich selber in den beißen. Wütend, Wut, angry. Jemand ist hier selber so, oh, verdammt. Also hier läuft irgendwas gar nicht nach dem Plan, den man hatte oder einfach nach dem, was man fühlt, was man denkt. Er kann sich auch selbst im Weg stehen. Das Weltliche, ich kriege das rein, wirklich. Telefonate sind ganz wichtig. Vielleicht hat er auch einen wichtigen Anruf bekommen, der hier irgendwie zwischen euch steht, ja? Oder, schlechte Nachrichten übers Telefon bekommen. Vielleicht im Scheidungsprozess. Ja, das dauert hier noch 8 Monate. Keine Ahnung, der Richter ist krank oder so. Ja, wir können sie leider nicht scheiden lassen von ihrer Frau. Oder irgendwas. Sorgerecht. Finanziell gibt es Probleme. Ihn macht selber traurig, ja. Und er hat sich gerade auch nicht unter Kontrolle, kriege ich rein. Dieser Mensch ist gerade gar nicht in seiner Balance. Der ist ziemlich unausgeglichen. Lässt hier vielleicht auch die Wut mal an anderen raus, ja. An Freunden, Familie, also der rackert sich hier wirklich gerade den Arsch ab. Sagen wir es einfach so, wirklich. Der tut hier, was er kann, der wird hier an 3 Millionen Enten gebraucht, weißt du, alle zuppeln und zerren an ihm. Und das war genau die Energie, die ich vorhin reinbekommen habe, ja. Was soll ich denn als erstes machen, sagt er. Was wollt ihr denn alle von mir?
Was soll ich denn? Soll ich mich zweiteilen? Ich kann doch nur eine Sache machen. Sowas habe ich hier. Also jemand kriegt hier den Druck wirklich. Das steht dem bis oben. Und deswegen auch dieser No Contact zwischen euch. Mann, du bist diesen Menschen so wichtig. Wirklich, du bist den Menschen so wichtig, sagen die Karten. Die 6 der Kelche als erste der Legung heute. Und ja, das spürt er in seinem Herzen, diese Verbindung. Die ist ganz arg. Du bist was Besonderes, sagt er. Und ja, hier ist gerade gar kein Kontakt. Vielleicht hat er dich sogar blockiert, geghostet, ja, weil er so die Reißleine gezogen hat, höre ich. Er würde dich gerne kontaktieren, aber er kann nicht. Und das macht ihn verdammt nochmal wütend. Ja, es macht ihn wütend, dass er das nicht kann. Und deswegen ja auch dieser Hoffnungsschimmer, ja, so ein Stern, der blitzelt ja am Horizont wie so ein Hoffnungsschimmer, dass das in Zukunft passieren wird. Aber du siehst hier selber, der ist unterwegs. Und unterwegs, das nehmen wir jetzt einfach mal so als Wörtchen für das, was er da halt gerade macht. Der ist hier gerade weg und der hat dich nicht grundlos verlassen. Guck dir das an, hier, diese Karte. Guck dir das an! Die haben beide weiße Klamotten an. Er sagt, weiterziehen. Ich muss jetzt gerade weg sein. Ja, wir müssen jetzt gerade getrennte Wege gehen. Für den Moment. Er hat noch Gefühle. Der Kelch brennt. Vielleicht kommt er ja zurück. Aber hier hinterm Berg, hinterm Hügel bei der Sonne, da ist irgendwas los, wo er hin muss. Das kriege ich rein. Eine Botschaft noch. Was würde er dir denn vielleicht gern noch sagen, wenn er könnte? Ja, wenn er ehrlich wäre. Wenn er die Möglichkeit hätte, ja, weil ihr schreibt ja nicht miteinander, wie das hier aussieht. Was will er dir denn gerne noch sagen? Was gibt's hier noch als Info? Ja, du wolltest doch raus. Oh mein Gott, er hat einen inneren Kampf. Sein Kopf sagt Nein zu euch, aber sein Herz sehnt sich nach dir. Sein Herz weiß, dass er dich liebt. Oh mein Gott. Es gibt äußere Faktoren. Es gibt irgendetwas hier im 3D, was man... Ne, irgendwas Greifbares, was seinen Kopf dazu bringt, zu sagen, nee, lass es bleiben mit ihr. Ich weiß nicht, was das ist. Es gibt aber etwas. Aber im Herzen, da liebt er dich. Und das ist sein Kampf, den er hier gerade macht. Ja? Er versucht dir vielleicht sogar bewusst aus dem Weg zu gehen. Weil sein Herz, die Gefühle, ne, der Kelch brennt. Sein Kopf, die Schwerter sagen aber, geh. Haben wir ja hier, die 6 der Schwerter. Das ist ja der Aufbruch. Sein Kopf sagt, geh, lass sie zurück, bleib weg von ihr. Ja, vielleicht fühlt er sich auch nicht gut genug für dich. Was auch immer es ist. Sein Kopf, die Schwerter, der Verstand sagt, Aufbruch, Abfahrt, Marsch und los. Ja, und sein Herz weiß, dass er dich liebt. 6 der Kelche. Leute, das ist wirklich, das ist Liebe im Tarot. Deswegen habe ich gesagt, es ist tragisch. Das ist, als würde er sich selber auf die Finger hauen. Als würde er sich dich jetzt gerade selber verbieten. Vielleicht aber auch einfach, weil das muss, ja. Ich sehe ihn wirklich am Ackern. Der ist richtig am Ackern. Den zerreißt es. Und der ist nicht glücklich, kriege ich rein. Der wird wirklich, jeder Tag ist für ihn auch so motivationslos, ne. Der tschuckert hier eigentlich nur so vor sich hin. Wirklich. Der steht da auf seinem Boot. Guck mal, der hat nicht mal einen Motor. Der muss noch selber paddeln. Wisst ihr, wie anstrengend das ist, so ein Paddelboot da nach vorne zu kriegen? Ah, aber er wird hier getrieben. Diese Vögel, 3 Instanzen. Könnten noch 3 Personen sein oder eine Person, die Arbeit und die Ehe oder so. 3 Dinge geben ihm so diesen Grund dafür, warum er schippern muss, warum er das tun muss. Abschließend, ich sehe ja hier, diesen Kontakt von euch in weiter, weiter Ferne. Also ich höre Geduld. Was wollen dir die Engel jetzt vielleicht noch mit auf den Weg geben? Was für eine Botschaft haben die Engel jetzt hier noch für dich? Klare Botschaften bitte. Für die Person, die jetzt hier zuschaut. Eine Botschaft bitte noch von den Engeln in dieser Angelegenheit. Du und er. Was ist hier noch wichtig? Liebesbeziehung. Ich hab's euch schon gesagt. Du weißt, dass er es ist und er weiß, dass du es bist. Im Herzen, eure Seelen wissen, dass ihr füreinander gemacht seid. Das ist auch das Gefühl, was du hast täglich.
warum du an ihn denkst, warum du ihn nicht vergessen kannst, warum du irgendwie spürst, ja, wir werden uns nochmal begegnen. Oder er geht gerade durch einen Prozess. Diese ganzen Gefühle, die man hat, wo man sich denkt, Alter, entweder bilde ich mir das jetzt hier komplett ein oder es ist wirklich so. Die 6 der Kelche war die erste Karte und die Liebesbeziehung ist die letzte Karte dieser Legung. Und die beiden Karten sprechen dieselbe Botschaft. Das hier ist Liebe. Eure Seelen lieben sich. Eure Seelen stecken aber gerade in einem Prozess und deswegen die weltlichen Umstände. Ich weiß, wir können die nicht immer verstehen, ja? Aber in einem Jahr, in 2, in 20 wirst du zurückgucken und dir denken, ah, deswegen war das alles so, wie es war. Ja? Ich höre gerade, das war es noch nicht. Ich höre, das war es noch nicht. Der Stern. So, und das war's von meiner Seite. Sehr intensive Botschaft. Hier geht es heute wirklich um eine Seelenliebe. Vielleicht war ich heute auch da, um dir Mut zu machen. Anyway, wenn dich das Video in irgendeiner Form berührt hat, wenn du gemerkt hast, yo, Sunny, ich gehe in Resonanz, lass gerne ein Abo da. Du bist herzlich willkommen im Team Sunshine. Es ist kostenlos und damit unterstützt du auf jeden Fall auch meinen Kanal, also auch mich. Und ja, dafür bin ich euch unwahrscheinlich dankbar. Wirklich, ich sage jetzt schon mal danke, 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 danke. Ich werde jetzt hier noch schön meinen Abend genießen. Gleich wird gegrillt. Der kleine Spaziergang um den See steht noch an. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch eine Freude machen, Leute. Ich lasse euch natürlich nicht im Stich, auch wenn ich hier unterwegs bin. Und ja, freue mich auf eure Kommis. Die werde ich mir heute Abend im Bettchen schön alle durchlesen. Also, Leute, ich habe euch lieb, fühlt euch gedrückt und wir hören uns morgen. Niemals vergessen, always smile and shine.